So, nachdem ich das letzte Mal ja gestorben bin, versuche ich das jetzt noch einmal. Und hoffentlich klappt es jetzt. Also, ich werde noch mal kurz auftauchen, weil das irgendwie gerade nicht so gut war. So, jetzt darfst du wieder abtauchen. Wie mache ich das jetzt nochmal? Warte. Ich möchte runter. Ich möchte hier nicht rumplanschen, Lara. Du darfst nach unten schwimmen, wenn du das denn möchtest. Oder auch nicht. Verwende ich gerade die falsche Taste? So ist nach links, nach rechts. So dreht sie sich. Ich bin gerade etwas verwirrt. Es tut mir leid. Hä? Moment mal. Probiere das jetzt einfach nochmal und werde es hoffentlich jetzt schaffen. Also ich habe es gerade auch nicht hinbekommen, dass sie wieder nach unten schwimmt und taucht, aber nun gut. Hoffentlich schaffe ich das jetzt, aber ich habe das Gefühl, sie ist so lahm. Das finde ich echt ein bisschen doof. So, hier war doch der besagte. Nein, war er nicht. Oh oh, war er nicht. Wo war der besagte Hebel? War der auf der anderen Seite? Oh oh. Ah ja, der war hier. Okay. Okay. Du musst nur ein bisschen hochschwimmen. Oh, Lara, ich sehe so nichts. Oh Gott, das wird schon wieder nichts, ne? Komm, Lara, komm. Nee, du musst da vorbei. Vorbeischwimmen, ja, vorbeischwimmen. Bisschen höher. Und ziehen. Nein, sie schwimmt sofort nach oben. Oh nein. Verdammt, okay. Nochmal. Noch ein Versuch. Die Steuerung ist echt nicht so einfach. So, also wo war das jetzt? Links von mir, richtig? Ich glaube schon. So, nee, weiter hoch. Ich drücke auch immer die falsche Taste, leider. So ist weiter runter. Und so. Ja, du bist fast da. Ja, Lara. Ach so. Ach so, ich hatte gehofft, jetzt geht das ganze Wasser hier weg und ich muss nicht nochmal zurückschwimmen. Weil das jetzt auch ganz schön knapp wird. Komm, Lara, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du noch. Bitte. Oh, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal zu der Geheimtür, die sich jetzt geöffnet hat. Ich bin gespannt, was uns da erwartet und rüste mich mal wieder aus. Geheimnis? Okay, ach Quatsch. Nimm mal das Medipack bitte auf. Nee, nein. Das Medipack aufnehmen? Ja, danke. Und dann gucken wir, was das hier ist. Ist das Muni? Nee, oder? Ach, Lara, das wollte ich doch gar nicht. Was ist das?
Doch. Magnum Clips. Okay, dann kriegen wir vielleicht doch noch eine andere Waffe. Ja, sehr cool. Und sonst hat mir das hier nichts gebracht. Okay. Ja, gut. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier noch mehr finden, weil es ja doch ein ganz schöner Aufwand war, hierher zu kommen. Aber dann schwimmen wir eben wieder zurück. Ja, schwimmen um die Ecke. So, schwimmen nach oben. Schwimmen dadurch. Ich hasse Tauchpassagen. Okay. Und wir sind wieder hier. Dann schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Also, hier war die Tür, oder? Die wir anscheinend mit einem Schlüssel öffnen müssen. Die Frage ist, wo bekommen wir den Schlüssel dafür? Hier geht's nur wieder zur Mitte. Es wäre auch sehr cool, wenn wir schon in diesem Teil den Haken hätten. Da sind wir hergekommen, genau. Ist das eigentlich auch noch eine Tür hier? Oder ist das nur irgendein Wandbild? Kann ich darauf schießen? Nein. Gut. Es hat mich jetzt echt gewundert, dass das mit dem Wasserbuzzer nicht mehr auf sich hatte. Ich dachte, da finden wir auf jeden Fall den Schlüssel. Von daher. Oh, ist das. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Hebel? Ja, das ist ein Hebel. Wieso habe ich den vorher noch nicht bemerkt? Rüste dich bitte aus. Oh, und da oben geht's auch noch irgendwo hin, oder? Kann ich da einfach hochspringen? Nee, oder? Das schafft sie doch niemals. Wie kann ich einfach hochspringen? Wie geht das? Muss ich dafür echt Anlauf nehmen? Nee, so soll das doch gar nicht. So, du sollst nach vorne laufen, springen und dich festhalten. Das hat super funktioniert. Wir probieren es gleich noch einmal. Nee. Also wahrscheinlich wird sie hochspringen, wenn sie könnte, ne? Aber ich glaube echt, sie kann nicht. Okay, dann gucken wir erstmal hier weiter und rüsten uns aus. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ach so, ist das jetzt. Ach, das ist die andere Seite. Da müssen wir durchspringen. Na, das kann ja heiter werden. Ja, genau so. Genau so. Und da nicht reinfallen, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas ist, ob man da durchfallen kann oder ob das durchbricht.
Von daher gehe ich erst lieber mal hier lang. Wenn ich es denn hinbekomme. Ich gehe langsam mal einen Schritt zurück, drehe mich noch ein bisschen und wage den Sprung. Ja! Und jetzt. Ach so, oh Kacke, nein! Ich hätte da ein Geheimnis finden können, ne? Oh nein, das ist ziemlich uncool. Und was ist das? Eine Tür? Und ja, wie komme ich jetzt hier raus? Das ist die große Frage. Komme ich jetzt überhaupt hier wieder raus oder habe ich es jetzt verkackt? Kann das sein? Denke eher nicht, aber wer weiß. Vielleicht komme ich da sogar hoch mit viel Anlauf. Ich hoffe es. Nur leider kann ich so. Ja. Wie konnte ich noch mal? Na egal. Ich versuche jetzt, auch wenn ich nichts sehe, hochzuspringen. Laufen, 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 springen und festhalten. Das wird so gar nichts. Das funktioniert so nicht. Nee. Habe ich jetzt wirklich das Problem, dass ich hier nicht rauskomme? Ich hätte gedacht, dass es da oben. Ja gut, vielleicht gibt es da oben den Hebel, um die Tür aufzumachen. Das kann natürlich sein. Nee, das schafft sie niemals. Wieso sieht diese Stelle hier so verdächtig aus? Passiert irgendwas, wenn ich da drauf springe? Wobei sie springt immer gleich so weit. Nee, sie springt immer gleich drüber. Aber ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Ich weiß ja nicht. Nee, sie springt viel zu weit. Und wieso springt sie nicht, wenn ich nur springen drücke? Dann kann sie, also dann dreht sie nur die Kamera. Merkwürdig. Ihr merkt, ich habe schon voll drauf mit der Steuerung und allem. Das gibt's doch nicht, dass ich hier jetzt nicht mehr rauskomme, oder? Das kann doch nicht sein. Warte mal, aber so springt sie. Das war doch gerade ein bisschen ein anderer Sprung, oder? Nee. Gut, ich glaube fast, ich muss die Stelle von vorhin laden. Was ich sehr schade finde. Sie kann das ja auch nicht drücken oder irgendwas. Okay, ich lade die Stelle von vorhin nochmal und versuche das dann gleich besser zu machen. So, ich habe den Sprung jetzt geschafft und hier war nur ein großes Medipack. Aber die Frage ist, ob ich jetzt zurückspringen kann. Ich glaube es fast nicht. Nee, schafft sie niemals. Okay, also,
Es muss irgendeinen Weg hier rausgeben. Oder hätte man von außen das zuerst aufmachen müssen? Das kann natürlich auch noch sein. Das wäre natürlich ganz schön blöd. Nee, aber das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Probiere jetzt nochmal hier auf diesen Fleck drauf zu springen. Aber sie springt immer drüber. Und hier ist der Abstand ja noch kürzer. Oder ich kann doch auch ein, kann ich nicht auch ein Salto rückwärts machen? Warte, ging das nicht, wenn ich ganz kurz hintereinander die Tasten drücke oder so? Nee, irgendwie funktioniert das so nicht. Ja. Ich glaube, ich lade mit euch jetzt nochmal die Stelle, die ich gerade gespeichert habe. Genau, das war hier. Und dann lasse ich mich hier nochmal runter und gucke, ob ich von außen das aufmachen kann. Weil das müsste ja. Ja, wo müsste das denn sein? Irgendwo. Hä? Da ist gar keine Tür. Ja, und wie zum Henker soll man dann da wieder rauskommen? Weil es müsste ja irgendwo hier an dieser Wand sein. Hö? Muss ich das verstehen? Ich glaube schon, dass ich das verstehen muss. Denn das ist gerade wirklich mein einziger Anhaltspunkt, um hier weiterzukommen.